Also, das sind einmal unsere Zutaten, die wir gerade eben gezeigt haben für eine leckere Pizza. Denn heute ist Pizzatag bei uns. Und zwar, wir haben jetzt gerade die Tomaten hier einmal in den Becher getan. Und jetzt kommen einmal Thymian dazu. Dann Knoblauch. Das alles langsam, aber sicher in den Becher reingeben, wo bereits schon die Tomaten drin sind. Und da habe ich auch schon eine halbe Zwiebel. Mit dem Salz müssen wir ein bisschen aufpassen. Das soll nicht zu viel sein, aber einfach so eine kleine Prise. Weil nachher auf der Pizza mit dem Käse wird das dann auch zu salzig. Und das wollen wir dann nicht so salzig haben, sondern wir wollen das eigentlich einen ganz guten, fruchtigen Geschmack haben. Die ganzen Zwiebeln, die wir gerade eben gesehen haben, die werden jetzt in kleinen Streifen geschnitten, weil damit man sie gut auf die Thunfischpizza drauf kriegt, wenn man mag. Ne? Zwiebel ist so ein Gemüse, was nicht jeder unbedingt in Mengen mag. Wir mögen es sehr, je mehr, desto besser. Also werden diese Zwiebeln, erstmal diese drei Zwiebeln, in Stücken geschnitten. Ja, dann sind wir fast auch fertig mit den Vorbereitungen. Jetzt müsste nur noch der Teig an sich selbst einfach nur noch gerollt werden und belegt. Ja, und jetzt haben wir ja schon Backpapier hier drauf und bereits schon Mehl hier auf dem Backpapier drauf und den Teig. So, jetzt geht es eigentlich nur darum, diesen Teig ein bisschen aufzurollen. Ja, wir sind ja vier Personen, das heißt, entsprechend haben wir auch vier Pizzen schon fertig. Wenn es nach mir ginge, würde ich die einfach viereckig machen, das geht schneller. Aber es gibt Leute, die meinen, nein, die Pizza schmeckt besser, wenn sie rund ist. Und da ich auch keine Italienerin bin, die das so schön und so schnell hochschmeißen kann, dauert das auch ein bisschen. Aber normalerweise einfach jetzt auf diesem Teil jetzt die Pizza ausbreiten. So, jetzt ist die Pizza ausgerollt. Nicht ganz so rund, wie ich gerne wollte, aber trotzdem erkennt man, dass das eine Pizza werden soll. Ja, jetzt darauf kommt jetzt die Tomate. Schön dick drauf, auch ausbreiten auf der Pizza. Jede Ecke soll was davon bekommen. Die einen mögen es richtig viel drauf mit der Soße und die anderen weniger. Aber ich mache das so eigentlich, dass jede Ecke genug hat. Und wie wir schon eigentlich auch von den Farben her sehen können, können wir schön die Gewürze sehen. Also wir können schon den Thymian und auch den Basilikum sehen, was auch ganz lecker ist für die, die sich dafür interessieren. Frische Basilikum, aber dann auch so Richtung Schluss da drauf tun. Das ist auch ganz, ganz lecker. Passt sehr gut. So, dann nächstes tun wir jetzt die erste Schicht Käse drauf. Das soll ja eine Thunfischpizza ja werden, ne? Die erste Tonung. So, also Käse. Schön drauf, genug. Dann als nächstes kommt der Thunfisch. Bei dem Thunfisch immer darauf achten, dass es gibt einmal den mit Öl und das ohne Öl, je nach eigenem Geschmack, was man da eigentlich am liebsten mag. Ja, und dann gibt es Menschen, die würden jetzt sagen, so die Pizza ist fertig, Ofen fertig. Nicht bei uns. Bei uns kommen natürlich noch mal Zwiebelchen drüber.
So, und nochmal zum Schluss Doppelkäse, das heißt nochmal eine Prise Käse. Warum? Weil ich finde eigentlich, dieser Käse bedeckt nochmal so ein bisschen den Thunfisch und macht ihn dann nämlich ein bisschen noch mehr saftig als vorher. So hat man immer so den Thunfisch blank und dann kann der so richtig trocken werden und das hängt da dem Hals. Aber so hier nochmal ein bisschen Käse drauf, ist eigentlich ganz lecker. So, und fertig ist die erste Pizza belegt und jetzt nur noch im Ofen und dann erledigt. Ist es im Buiano in Bewegung? So, das ist jetzt die Pizza Margherita. Die ist auch fertig, genauso gemacht wie vorher. Tomate drauf, Käse drauf und das war's. Und jetzt wird sie in den Ofen geschoben. So, Pizzatonno ist fertig. Also kommt und esst. Das Essen ist vorbereitet. Lecker, ne? Sieht gut aus, oder? Fast wie beim Italiener. Guten Appetit. Tschüss beim Ausprobieren. Viel Spaß. So, hier ist die dritte Pizza. Mittlerweile auch dreimal belegt. Das heißt, hier auf der linken Seite sehen wir die Pizza belegt mit Thunfisch, das Grüne ist Spinat, dann haben wir Ananas und natürlich auch die Zwiebeln dazwischen. Ja, wer es üppig belegt mag, kann wirklich darauf machen, was er möchte. Und ja, dann auf der rechten Seite haben wir noch einmal das nochmal durch zwei halbiert, einmal mit Salami und dann auf der anderen Seite dann auch nochmal mit nur eine Margherita. Naja, also diesmal haben wir eine viereckige Pizza gemacht, damit man auch sehen kann, wie unterschiedlich man die belegen kann. Ja, das kennen wir ja, ne? Man kann das auch mit Lachs oder mit was anderem. Ja. So, liebe Leute, jetzt haben wir schon mal drei Pizzen gesehen. Bitte nicht vergessen zu subscriben, Like und nette Kommentare zu hinterlassen, wie euch eigentlich auch diese Pizza gefallen hat. Und bitte auch natürlich einen Daumen hoch für uns, damit ihr weiterhin auch unsere kommenden Videos bekommen könnt. Wir haben auch noch mal verschiedene andere Speisen, außer jetzt, ich meine, klar, Pizza ist italienisch. Wir haben noch ganz andere Rezepte aus internationalem Raum, also na klar, wir sind in Deutschland, aber wir haben deutsche Rezepte, wir haben afrikanische Rezepte, wir haben griechische Rezepte. Also, wenn ihr Lust habt, einfach mal eure Küche international zu machen, drückt auf den Daumen und dann noch zu subscriben, abonnieren auf Deutsch und dann kriegt ihr noch unsere anderen Videos. Dann, bis dann, tschüss!